Mit der Kone XPR hat Rocket endlich mal eine Wireless MMO-Maus auf den Markt gebracht und den MMO-Spielern mal was Gutes getan. Sie ist zwar nicht gerade günstig, aber jeden Cent wert und warum, das zeige ich euch jetzt im Video. Im Lieferumfang enthalten ist die Kone XPR entweder in Ash Black oder Arctic White. Hier hat man also auch die Wahl zwischen einer schwarzen oder weißen Maus. Mit enthalten ist eine Ladestation, der passende Dongle für die Maus, um sie wireless am PC verwenden zu können, ein 1,80 Meter langes Ladekabel und der Quickstart. Ich bin ja mittlerweile ein Riesenfreund von Wireless Equipment, weil man einfach keinen Kabelsalat auf dem Tisch hat und die Technik so weit ausgereift ist, dass man überhaupt keinen Unterschied mehr zu einer kabelgebundenen Maus hat. Die Rocket Kone XPR passt super in mein Setup und mit der Ladestation mit RGB hat man hier ein rundum schönes Bild. Die Maus hat die gleichen Abmessungen wie die kabelgebundene Version. Sie ist also 12,6 cm lang, 4 cm hoch und 7,2 cm breit. Daher gut für größere Hände geeignet. Mit 99 Gramm ist die Maus nicht gerade leicht, aber optimal für MMOs geeignet. Die 3D-Beleuchtung der Kone XP finde ich super und gehört einfach dazu. Wirklich verdammt schick. Es gibt insgesamt 4 Daumentasten, die hier im matten Design sind. Bei der kabelgebundenen Version waren sie noch hochglanz. Matt gefällt mir auch definitiv optisch besser. Am Linksklick gibt es noch 2 Tasten und die Easy-Shift-Taste am Daumenbereich. Für mich nicht ganz durchdacht, denn durch die Easy-Shift-Tasten habt ihr zwar Zugriff auf die Zweitbelegung der Daumentasten und anderen Tasten, aber wie soll man diese erwischen, wenn man sie mit dem Daumen erstmal drücken muss? Das ist ein bisschen schwierig. Auf der Oberseite befindet sich der Profile-Button, der bei der kabelgebundenen Kone XP noch aus Gummi war, hier jetzt aus Kunststoff. Gefällt mir auch besser und drückt sich auch angenehmer. Allgemein könnten die Zusatztasten snappier sein. Sie sind leider etwas schwammig. Das gleiche auch bei Links- und Rechtsklick, was den Titan Switch Optical aber zu schulden ist. Sie sind zwar zuverlässig und halten 100 Millionen Klicks aus, aber sind nicht so schön knackig. Hier einmal ein kleiner Soundtest für euch. Das Mausrad hingegen ist super gelungen und ist ein 4D-Mausrad. Bedeutet, man kann nicht nur scrollen und klicken, sondern auch nach links und rechts bewegen. So habt ihr nochmal 2 extra Funktionen für eure Zauber- oder Bewegungsmöglichkeiten in euren Spielen. An der Vorderseite befindet sich dann ein USB-Slot, um die Maus laden zu können oder im Kabelbetrieb zu nutzen. Auf der Unterseite haben wir den Schalter, um die Maus im 2,4 GHz Wireless-Modus mit dem Dongle verwenden zu können, auszuschalten oder in den Bluetooth-Modus zu versetzen. Beim Bluetooth-Modus müsst ihr die darunterliegende Pairing-Taste 3 Sekunden lang drücken, um die Maus in den Pairing-Modus zu versetzen. So könnt ihr die Maus sowohl im Gaming- als auch im Office-Bereich verwenden. Wenn man genauer hinschaut, sieht man auch das Fach, um den Dongle zu verstauen, falls man die Maus mal mit zu Kollegen oder auf Events nehmen möchte, und die 2 Kontakte für die Ladestation. Die Ladestation ist hochwertig, verarbeitet, mit RGB versehen und hat einen USB-Port, um den Dongle direkt in der Nähe der Maus zu haben, für stabilere Konnektivität. Man hat durch die 2,4 GHz Wireless-Technologie zwar immer stabile Connection und könnte somit Controller anschließen oder das Handy laden, aber ich brauche das persönlich nicht und verstaue da lieber den Dongle. Die Station finde ich auch wesentlich besser als bei der Razer Viper Ultimate, denn die Maus hat nicht so viel Spielraum und ist daher einfacher aufzulegen und man muss nicht ewig nach den Kontakten suchen. Der hier verbaute Sensor ist der Rocket All-Eye Sensor mit 19.000 dpi, die in 50er Schritten einstellbar ist, also von 50 bis hin zu 19.000. Man hat hier eine Beschleunigung von 50G, die supported wird, und man kann auch extra die Lift-Off-Distance einstellen, was ich persönlich immer super finde. Zeige ich euch aber nachher nochmal in der Software. Ansonsten läuft die Maus natürlich über die 2,4 GHz Wireless-Technologie mit 1000 Hz Polling Rate oder halt über Bluetooth. Bluetooth empfehle ich euch wirklich nur für den Office-Betrieb und die Wireless-Funktion dann fürs Gaming. Mit bis zu 100 Stunden Akkulaufzeit haben wir hier auch eine Akkulaufzeit, die ich persönlich sehr klasse finde und auch notwendig bei einer Gaming-Maus. Natürlich werden die 100 Stunden ungefähr im Bluetooth-Betrieb erreicht. Bei der
Wireless-Version ist es ein bisschen weniger, aber dennoch wirklich eine sehr, sehr lange Zeit, um ordentlich tagelang durchzocken zu können, ohne die Maus einmal laden zu müssen. Man hat also die Möglichkeit, dann auch über die Dockingstation die Maus in einer Stunde wieder voll aufzuladen. Also wenn man mal eine Pause macht, aufs Klo geht, sich was zu essen holt, zack, Maus auf die Ladestation und fertig. Also wirklich sehr, sehr klasse gemacht hier. Man hat natürlich auch noch verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, kann Profile auf der Maus speichern, ohne die Software zu nutzen. Zeige ich euch jetzt aber mal in der Software. Vorweg aber, Software finde ich katastrophal, zumindest wenn Rocket neue Produkte auf den Markt bringt. Das ist alles verbuggt. Man muss hier hin und her patchen, hin und her Firmware aktualisieren, zurücksetzen, wie auch immer, damit das überhaupt mal funktioniert. Da wünsche ich mir in Zukunft auf jeden Fall eine einfache Handhabung für die Nutzer. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die Software rein. Und hier sind wir in der Rocket Swarm Software. Wir haben hier unseren Kone XP Air und natürlich auch die zugehörige Ladestation. Da bleibt bei mir das Update immer auf 1% hängen. Also das funktioniert noch nicht ganz so gut. Wir haben hier unter Einstellungen verschiedene DPI-Einstellungen, die wir vornehmen können. Und natürlich unsere Windows-Einstellungen. Auf Tastenkonfiguration können wir natürlich alle 15 Keys hier neu belegen und mit der Easy-Shift-Taste, wenn wir die drücken, auch eine Zweitbelegung. Natürlich an die Daumentasten kommt man da relativ schwer ran, von daher eher unnötig, aber den Rest kann man wunderbar auch dann mit einer Zweitfunktion belegen. Auf Beleuchtung haben wir die typischen Rocket-Sachen, die wir einstellen können. Eine weitere oder eine detailliertere Einstellung gibt es leider nicht. Ansonsten auf erweiterte Einstellungen wird der Akkustand angezeigt und natürlich die Abfragerate und Co. Haben hier die Möglichkeit auch die Liftoff-Distanz einzustellen. Ich habe sie auf sehr niedrig, damit ich beim Nachziehen halt keine weiteren Bewegungen habe durch Verzerren der Maus und so weiter. Sehr, sehr klasse. Unsere Debounce-Time können wir auch von 10 Millisekunden auf 9 Millisekunden umstellen für diejenigen, die halt sehr viele Klicks hintereinander machen, dass auch jeder Klick vernünftig aktiviert und ausgelöst wird. Ansonsten war es das von den Einstellungen her, ist relativ überschaubar, muss ich sagen, haben auch die Möglichkeit, hier unsere 5 Profile auf der Maus zu speichern und dann auch ohne Software abzurufen. Ansonsten bei DPI, wenn ich da nochmal zurückgreife, haben wir die Möglichkeit, auch die DPI über das über dieses kleine Game hier zu einzustellen. Das heißt, man muss hier so schnell wie es geht auf die verschiedenen Ziele draufklicken und kann sich das so seine Mauspad dann kalibrieren. Und ich merke schon, wie es jetzt relativ langsam ist. Für mich also die beste DPI geeignet hier. Ansonsten mehr gibt es nicht zu sagen dazu und für mich reicht das vollkommen aus. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Funktionen euch noch fehlen. Mein Fazit zur Rocket Kone XP Air. Es ist eine sehr schöne Wireless Gaming Maus für aktuell 170 Euro OVP. Ist natürlich nicht gerade günstig, aber dennoch das, was man alles dazu bekommt, muss man schon mal aufwiegen. Das ist einmal die Ladestation, man hat vernünftige Technik drin, die Akkulaufzeit ist sensationell. Alleine, was so ein bisschen die Qualität der Klicks angeht, hätte ich mir ein bisschen was Besseres gewünscht oder ein Upgrade. Aber dennoch ist es definitiv eine Kaufempfehlung. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung zu der Maus in die Kommentare schreiben. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne mal ein Like und ein Abo da, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst und wir endlich mal die 10.000 Abonnenten schaffen. Und wenn das der Fall ist, dann gibt es auf jeden Fall mal wieder ein richtig großes, cooles Giveaway. Ansonsten wünsche ich euch eine angenehme Zeit. Wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut und tschüss.